Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der 9. Episode der Fellaini Coach to Glory. Wir sind ja in Schottland unterwegs, jetzt sind wir schon in der 2. Saison, in der Saisonhälfte angekommen. Transferphase, da seht ihr es, 29 Millionen haben wir auf dem Konto. Lasst doch schon direkt mal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Like das Video, meine ich, und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Wir müssen ja 2 Transfers tätigen. Wir haben 30 Millionen dafür zur Verfügung. Und was brauchen wir denn genau? Wir brauchen einen neuen Linksverteidiger. Da hat uns Yilmaz verlassen. Und in der Innenverteidigung hat uns Sotar verlassen. Das heißt, wir brauchen hier einen Ersatzmann und hier einen Stammmann. Und wir sind fleißig im Scouten. Aber wir werden erst Ende des Transferfensters zuschlagen. In der heutigen Episode wird nur die Transferphase gespielt. Das heißt, 2 Spiele werden noch gezockt. Livingston und natürlich gegen Dundee FC. Das sollten eigentlich 2 einfache Siege werden, hoffentlich. In der Tabelle befinden wir uns, stand jetzt auf dem 2. Tabellenplatz, aber schon mit 9 Punkten Abstand auf Celtic. Das müssen wir wirklich verkürzen. Und ja, ich würde sagen, ich schnacke nicht mehr so lange rum, sondern wir gehen langsam rein in diese Episode. Wird wahrscheinlich nicht die längste sein, weil halt einfach nicht so viel passieren wird. Und somit springen wir auch schon direkt rein ins erste Spiel der heutigen Episode. Zwar zu Hause im Ibrox Stadium gegen Livingston. Oh, gut gespielt auf Danilo und er hat jetzt die Chance, hier schon früh zum 1:0 zu treffen und so ist es auch. 7 Minuten sind gespielt und das ist souverän. Oh, gut gespielt und die direkte Antwort von Rodriguez und Livingston. 11. Spielminute. Jetzt Yannis Hatschi ganz allein unterwegs, versucht es aus der Distanz, gute Möglichkeit. Raskin auf Cifuentes und er scheitert an George. Guter langer Ball auf die linke Seite, gut gespielt auf Anderson, der nimmt ihn gut mit und Anderson mit dem 2:1. Livingston dreht die Partie. Cifuentes gut auf Hatschi und Hatschi scheitert schon wieder an George. Quaresma am Ball, Quaresma gut unten durch. Rückraum gespielt, Cantwell gut Rückraum gespielt und da ist Fight Kaya, der Schützling von Faron Fellaini, trifft wieder einmal. Kaya holt sich hier den Ball souverän, gut weitergeleitet auf Danilo, der mit der Chance zum Doppelpack und zur Führung. Kaya und Danilo, die Schlüsselspieler vielleicht für diese Partie. Oh, zu viel Platz und Andrew mit einer wichtigen Parade. Danilo schickt jetzt hier Lawrence auf die Reise. Lawrence unterwegs, um hier alles klar zu machen. Lawrence mit Platz und Lawrence an die Latte. Oh, gute Flanke auf den 2. Pfosten. Der Kopfball ist aber schlecht. 90. Spielminute, das ist wahrscheinlich der Sieg für uns. Und so ist es auch. Wir gewinnen 3:2 zu Hause gegen Livingston und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Somit springen wir auch schon rein in die 2. Partie in dieser Episode und dann gibt es die 2 Neuzugänge am Ende der Transferphase. Cifuentes gut auf Yannis Hatschi. Wieder auf Cifuentes, wieder auf Yannis Hatschi. Cifuentes, Hatschi, Cifuentes und jetzt knallt es. 1:0. Cifuentes mit dem Führungstreffer, mit dem doppelten Doppelpass mit Yannis Hatschi. Ball bei Raskin, gut auf Pepi, der sieht hier Code Cantwell, schlechter Abschluss. Gut auf Code Cantwell, der jetzt mit der Flanke in die Mitte auf Danilo und er scheitert hier und der Ball noch heiß. Yannis Hatschi scheitert ebenfalls am Keeper. Danilo steckt ihn super durch auf Code Cantwell, der ist jetzt unterwegs hier, alles klar zu machen. Code Cantwell überragend, legt rüber auf Yannis Hatschi und das ist große Klasse von den Glasgow Rangers. Oh, Andrew schlecht rausgespielt, die Chance und dann die lässt hier in der 83. liegen und das ist wichtig für uns. Danilo mit Platz, Danilo zieht einfach mal ab, Danilo nicht mal so schlecht. So, zum Abschluss dieser Partie gibt es nochmal eine Ecke, aber wir sind sehr defensiv eingestellt, aber Danilo kommt trotzdem an den Ball und lässt hier das 3:0 liegen. Aber trotzdem, souveräner Auswärtssieg beim Dundee FC, 2:0 und das ist richtig wichtig für unsere Moral und auch für die Zufriedenheit des Vorstands, denn ja, wir stehen halt auf der Kippe, oder besser gesagt, Mauro Fellaini steht auf der Kippe. So, wir sind am Deadline Day
angekommen und haben unsere Spieler immer noch nicht eingekauft. Ich möchte zuerst aber noch die Tabellensituation zeigen. Es sind immer noch die bekannten 9 Punkte hinter Celtic, aber es geht dann noch eine Meisterschaftsrunde, wo man in den Direktbegegnungen wirklich gut Plätze nach vorne machen kann. Aber jetzt geht es mal in Richtung Neuzugänge. Unser neuer Linksverteidiger hört auf den Namen Nuno Tavares und kostet uns 20 Millionen und kommt vom FC Arsenal. Wir haben noch einen Innenverteidiger, er hört auf den Namen Jake O'Brien, kommt aus Irland und wechselt von Olympique Lyon zu uns. Somit sieht unser Kader jetzt folgendermaßen aus. Die Startformation kennt ihr eigentlich nur, dabei ist einfach Nuno Tavares, der ein Wahnsinnstempo mitbringt. Er wird die Nummer 3 tragen, das habt ihr ja schon gesehen. Und dann halt auf der Bank ist der Innenverteidiger 1,97 groß, Jake O'Brien, von Olympique Lyon gekommen. 3 Millionen hat er uns, glaube ich, gekostet, also wirklich ganz, ganz guter Transfer in meinen Augen. Somit simuliere ich jetzt mal ans Ende des Deadline Days, aber ich denke, dass nichts mehr passieren wird. So, der Deadline Day ist over, aber unser Manager-Rating sieht nicht gut aus. Die nächste Episode könnte auch schon die letzte sein bei den Glasgow Rangers. Dann wird es einen Zwangswechsel geben, wahrscheinlich in der schottischen Liga. Das ist das Programm für die nächste Episode. Die nächsten 2 Monate sind dran, 4 Partien werden selbst gezockt. Europäisch ist halt nichts mehr los bei uns, leider Gottes. Aber hier, ein Pokalspiel wird dabei sein. Gegen Aberdeen wahrscheinlich noch ein selbstgezocktes Spiel und dann gegen Celtic und das vierte Spiel werde ich dann spontan ein bisschen entscheiden. Vielleicht auch nur 3 Partien für diese Episode. Oh, wisst ihr was? Wir machen gerade 3 Monate draus. Wir spielen dann hier noch gegen die Hearts. Dann haben wir die komplette Regular Season durchgespielt. Dann kommen nur noch die Playoffs oder die Championship Group Spiele. Und dann ist die Saison schon zu Ende. Aber eben, es muss erst so weit kommen, weil das Manager Rating spricht ganz klar gegen Marouane Fellaini. Das könnte sein erster Rauswurf werden. Meiner wäre es ja nicht. Ich fliege irgendwie momentan bei allen Clubs raus in diesem FC-Teil oder FIFA-Teil, wie man es nennen will. Aber ja, das war das Ende dieser Episode. Das war die 9. Nächste Woche geht es weiter mit der 10. Episode. Am Donnerstag kommt die 3. Episode der Villarreal-Karriere und am Sonntag kommt dann die Heidenheim-Karriere zum 2. Mal. Die haben ja die Abstimmung gewonnen, kam ja gestern online, also einen Tag verspätet. Aber nochmal ist am Sonntag immer Heidenheim, Donnerstag immer Villarreal und dienstags jetzt hier Rangers mit Fellaini. Somit wünsche ich euch einen super schönen Tag oder Abend. Somit ciao, ciao.